Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute kommt der zweite Teil von unserer Urlaubsvorbereitung. Ich bin oben und werde jetzt gleich loslegen mit dem Kofferpacken. Ich habe ja gestern schon einiges gepackt an Spielsachen, an Lebensmitteln, an Putzsachen. Und heute lege ich los mit Kleidung, Kosmetik und so Duschzeug, so, ne? Also auch Kosmetik, denke ich. Auf jeden Fall wisst ihr Bescheid. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Diesen Koffer habe ich gestern gepackt. Dort sind die ganzen Spielsachen für die Kinder drin. Ich habe einiges mitgenommen. Und diesen Koffer werde ich benutzen für die ganze Kleidung. Und da lege ich jetzt mal los. Also ich habe jetzt alles mal hier aufs Bett hingelegt. Ich bin echt gespannt, ob ich das überhaupt in den Koffer reinbekomme. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, ich habe hier Tops, T-Shirts für mich, zwei Leggings, falls es abends ein bisschen frischer ist, Kleider. Dann habe ich hier Schlafanzug, kurze Hosen und ein Rock. Das ist der ganze Stapel von meinem Mann. T-Shirt, kurze Hosen und so. Hier sind noch Badeanzüge oder Badesachen. Die kommen später in die andere Tasche. Und hier ist dann von den Kindern T-Shirts von Mike und ein paar Bodies. Dann hat Mike zwei lange Hosen. Das sind solche Jogginghosen, kurze Hosen, viele. Sophie hat einige T-Shirts, kurze Hosen, ein paar, ja, zwei lange Leggings, Schlafsachen und Socken. Genau, jetzt probiere ich das alles mal in den Koffer zu machen. Okay, das habe ich jetzt, glaube ich, selber nicht erwartet, aber es ging echt alles rein. Jetzt ist nur die Frage, ob ich den Koffer auch zu bekomme. Aber ich denke schon, der ist so aus einem Stoff und ein wenig auch elastisch. Der nächste Stapel ist jetzt auch fertig vorbereitet. Ich habe hier Handtücher zum Duschen, für die Hände abtrocknen und auch für die Dusche, für die Beine, ne, zum Vorlegen. Dann habe ich hier Bettwäsche, müssen wir mitnehmen. Für die Kinder Bademantel, Waschlappen, Bettwäsche, Handtuch. Bei Mike und Sophie das gleiche. Das packe ich jetzt hier in die Tüte. So, der Mike, der hat gerade seinen Mittagsschlaf gemacht. Ist ein bisschen anhänglich. Ich zeige euch jetzt noch die Kosmetiksachen, die ich mitnehme. Und zwar habe ich hier jetzt was vorbereitet. Feuchttücher, Windeln. Da sind auch Schwimmwindeln drin. Dann habe ich Duschgel, Trockenshampoo, Shampoo für die Haare für mich, Deo, Zahnpasta für meinen Mann und für mich und für die Kinder. Hier, da ist die für die Kinder, ne? Handseife, dann habe ich oben noch Shampoo für meinen Mann, auch noch für die Kinder. Also hier, wie gesagt, noch Sachen. Ui, wo ist denn? After Sun. Dann habe ich hier noch mein Glätteisen, das werde ich mitnehmen. Hier habe ich noch eine Kosmetiktasche. Da mache ich dann Zahnpasta und so noch rein. Hier für die Kinder Zahnbürste. Und meine Schminke kommt dann auch noch hier rein. Das mache ich aber ganz zum Schluss. Ich werde jetzt gleich noch hinten die Küche einräumen. Die Spülmaschine ist leer. Die werde ich jetzt auf jeden Fall voll machen. Dann werde ich gleich noch den Rasen mähen, damit der gemäht ist. Heute Abend dann gießen. Und ich zeige euch noch den Bollerwagen. Genau, den wollte ich euch ja noch zeigen. Hier steht das gute Stück. Das ist hier so klein, wenn es eingepackt ist. So. Man kann den auch so schieben. Der Aufbau ist ganz einfach. Man muss hier einfach diese Sicherung hier lösen. Hier vorne bei dem Hebel auch den Klett. Moment, mit einer Hand schwierig. Und das war's schon. Dann zieht man den schon hier auseinander.
Ja, mit zwei Händen. Mit einer Hand geht das nicht. Moiki, willst du mir helfen? Hebst du eine Seite, ich eine Seite? Ja, super. Und das war's schon. Jetzt ist er aufgebaut. So schnell. Der Mike springt schon rein. Der mag das Teil auch. Hier macht man dann einfach den Stoff drum. Einfach so, damit es keine scharfen Kanten gibt. zwei Kinder passen rein. Und müsst ihr die Schuhe anlassen oder aus? Und hier sind noch solche Stäbe. Die kann man nach oben machen. Und an denen, also hier sind dann vier Stück. So, was denn? Brauchst dich nicht anschnallen. Da kann man das Dach dann dran machen. So, wieder zu. Und hier, also man kann den einmal quasi wie so einen Kinderwagen schieben oder hinten am Griff hinterherziehen. Das mache ich mal kurz hoch. Also, so ist das hier mit dem Griff. Hier ist auch eine Bremse. Und hier hat man noch so eine Tasche. Die kann man dann auch, die ist jetzt hier fest, die kann man dann lösen. Dann geht sie weiter nach unten. Dann ist sie halt tief. Und hier oben ist noch das Sonnendeck. Genau. So sieht der Bollerwagen auf jeden Fall aus. Die Kinder lieben den total. Ich kann es auch kaum erwarten, die Kinder damit rumzufahren. Ich werde jetzt das Mittagessen vorbereiten. Ich versuche so die Reste aufzubrauchen. Ich habe hier noch ein bisschen etwas vom Grillen übrig. Wir haben letztens gegrillt und ja, das eben nicht. Das war zu viel. Das werde ich jetzt hier verbrauchen. Ich habe hier noch eine offene Packung geriebener Käse, eine gelbe Zucchini, eine grüne Zucchini, eine Karotte und eine Paprika. Ich werde alles schneiden, schön würzen und im Backofen einfach mit dem Käse überbacken. So, das werde ich jetzt in den Backofen machen und dann einfach noch Reis dazu kochen und das war's dann. Dann werden wir morgen noch was zum Essen haben. Wir werden ja erst morgen Abend fahren. Also wir fahren abends und dann quasi über die Nacht. Ich denke, das ist einfach am angenehmsten für allen, vor allem für die Kinder, die können dann schlafen. Ja genau, also ich denke, das ist am besten für die Kinder und auch für uns. Dann werden wir morgens ankommen, schön frühstücken und dann direkt an den Strand gehen, also noch einchecken und dann an den Strand gehen. Und in die Wohnung dürfen wir erst gegen Nachmittag. Aber wir können schon mal halt bei der Rezeption uns einchecken sozusagen, ne? Stimmt, dafür muss ich auch noch ein paar Unterlagen vorbereiten. Darf ich nicht vergessen, das muss ich heute machen. Und morgen werden wir einfach den Tag nutzen, Haushalt machen. Ich muss das Haus so einigermaßen auf Vordermann bringen. Bisschen so halt den Grundputz erledigen, damit wir dann in Ruhe in Ruhe unser Haus zu... Was rede ich? Ich bin heute ein bisschen außer Puste und müde. Damit wir unser Haus ganz entspannt daheim lassen können. Oh mein Gott. Ja, dass wir einfach in Ruhe fahren können. So, pipapo. Ansonsten, was man auch machen muss, ist bei der Waschmaschine Wasser abstellen, ein paar beim Stromkasten ein bisschen was abschalten, weil ja nicht das ganze Strom an sein muss, wenn wir weg sind. Und dann noch das Auto durchchecken, Reifendruck, dieses Wasser, diese Flüssigkeit da für die Scheibenwischer nachfüllen. Öl, naja, Ölstand brauchen wir nicht, weil Auto hatte vor kurzem Ölwechsel, deshalb brauchen wir das nicht überprüfen. Aber sind halt so ein paar Kleinigkeiten und das werden wir morgen noch erledigen. Dann werden wir ausruhen, eine Runde schlafen. Ich hoffe, alle machen einen Mittagsschlaf, also Mike sowieso. Ich hoffe, Sophie auch, damit sie ein bisschen abends länger durchhält, weil die gehen ja meist um 7 Uhr schlafen. Wir werden ja aber erst so gegen 10 Uhr, 11 Uhr abends losfahren. Und bis dorthin sollte sie am besten wach bleiben.
Aber ich werde auf jeden Fall gucken, dass sie noch schläft. Ansonsten fahre ich einfach mit dem Auto ein bisschen rum, dann schläft sie auf jeden Fall. Ja, ansonsten haben wir morgen noch einen Fototermin im Kindergarten. Auch Geschwistershooting haben wir auch dort. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall mega auf den Urlaub. Wirklich, wir waren jetzt echt lange nicht, also so richtig so für eine Woche. Meistens nur kurz, ne? Camping, falls ihr es gesehen habt, waren wir. Center Parks waren wir, aber jetzt nicht so eine Woche irgendwo am Meer. Auf jeden Fall freue ich mich. Ich weiß noch nicht, ob ich irgendwas filmen werde. Ich werde das spontan entscheiden. Entweder filme ich oder ich werde einfach ein paar Eindrücke vielleicht festhalten und ein kurzes Video darüber machen. Das gucke ich dann einfach spontan. Ansonsten sage ich jetzt danke, dass ihr da wart und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss!